Wir sind von der Landtagsfraktion heute hierher gekommen, weil wir ein Zeichen setzen wollen unserer Verbundenheit mit Ernst Moritz Arndt. Grund dafür ist diese Negativkampagne, die begonnen hat mit dem Ablegen oder dem Wunsch der Universität Greifswald, den Namen Ernst Moritz Arndt Universität abzulegen. Und seitdem hört es nicht auf mit Kampagnen, die Ernst Moritz Arndt immer in ein schlechtes Licht darstellen. Und wir haben uns zusammengetan, haben gesagt, da müssen wir dagegenhalten. Ernst Moritz Arndt steht für mich als Symbolfigur für die Einheits- und Freiheitsbewegung Deutschlands, die ja ganz wichtig ist, ohne die wir nicht zu einem einigen Land gekommen wären, die sicherlich mit der Hintergrund ist, weil wir ja unser Zusammengehörigkeitsgefühl Gott sei Dank doch bewahrt hatten, dass überhaupt eine Wiedervereinigung möglich war. Wir sind heute hier in Bergen auf Rügen, verteilen Informationsmaterial zu Ernst Moritz Arndt, sprechen mit Bürgern, machen uns bekannt, machen Ernst Moritz Arndt wieder bekannt. Also das ist unser Ziel heute hier. Um ein Zeichen zu setzen gegen die moderne Bilderstürmerei, die ja überall stattfindet, weil er vermeintlich nationalistisch war. Wir wollen zeigen, dass Ernst Moritz Arndt als Vorkämpfer für persönliche Freiheit, Abschaffung der Leibeigenschaft, als gestandener Demokrat, der immerhin auch bei der Paulskirchenverfassung maßgeblich mitgewirkt hat, zu sehen ist, jemand, der rundum positive Eindrücke gesetzt hat und nicht daran gemessen werden darf, dass er in Zeiten der französischen Besetzung negative Worte über die französische Besatzungsherrschaft gefunden hat. Es finde ich geradezu empörend, dass man nun versucht, solche Menschen aus der Sicht von heute ihnen irgendwas anzuheften, was negativ ist. Also das sind so Linien in der Gesellschaft, die, denke ich, schädlich sind, weil sie eben dem Zeitgeist verhaftet sind, geschichtslos sind und deshalb auch nicht zukunftsweisend. Und gerade deshalb ist, denke ich, Ernst Moritz Arndt jemand, wo man voll dahinter stehen kann. Und das wollen wir heute hier demonstrieren.